So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Ramses Kitchen. Wir haben einen Gast da, das Muttertier, das seht ihr hier. Hallo Muttertier. Hallo. Die möchte heute mit mir was probieren bzw. was testen. Eigentlich habe ich gedacht, ich kann es auch alleine testen, aber ich möchte, dass sie alles mal probiert hat davon. Setze sich mit her, kann sie es direkt probieren. Trotzdem versuchen wir schnell durchzukommen, damit ihr nicht so gelangweilt seid. Denn die Shenaya hat mir damals dieses Wasser mitgebracht. Kölsches Wasser. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Hast du das schon mal gehört? Kölsches Wasser ist halt eigentlich eine Limonade. Weißt du, was ich gehört habe? Kölnisch Wasser. Kölnisch Wasser? Das ist bestimmt wieder ein Biermischgetränk. Nee, das ist Parfüm. Ach so, Parfüm. Na gut, in Köln trinken die Leute Sachen, die tust du dir hier unter den Arm schmieren. Und jetzt habe ich vier Sorten, vier Flaschen Kölsches Wasser. Wir wollen die jetzt einzeln testen und am Ende möchte ich alle vier Sorten gemeinsam im Auf die dicken Biergruben wieder trinken. Ich habe nämlich Dosch, die kommen aus dem Kühlschrank, die sind eigentlich gekühlt und fürs Thumbnail halte ich euch jetzt erstmal kurz die Kölsches Wasser Flaschen hier rein. So, für das Thumbnail. Und jetzt stellen wir es wieder hin und fangen mal an. Ich habe es mal sortiert nach Zitrone, Orange, Pink und Grün. Finde ich lustig, dass Grün eine Farbe ist, Pink ist eine Farbe, Orange ist ja eigentlich auch eine Farbe. Oder man sagt einfach, das ist halt Orange. Und das ist Zitrone, aber Zitrone ist ja nicht mal eine Farbe, oder? Gibt es Zitrone als Farbe? Wir fangen jetzt an. Vielleicht Zitronengelb als Farbe. Mit, ja, aber das ist, ja, und Orange in Orange oder was? Wir fangen jetzt an mit Kölsches Wasser Zitrone. Eine Premium-Limonade mit Zitrus- und Limettengeschmack. Natürlich gesüßt mit Agavendicksaft. Also kein Zucker, Agavendicksaft. Das sind auch überall diese Tröpfchen drauf, kommen von der Sühnerbrauerei.de. Sieht ja gut aus, die Flasche. Also und soll halt wirklich eine Premium-Limonade sein. Nicht dieses billige Zeug, was man sonst überall herkriegt. Da hat ein schlichtes Design, fällt aber direkt ins Auge. Probieren wir mal nicht nur Zitrone, sondern auch gleichzeitig Limette. Schön, dass es auch so einen Kronkorken hat. Guck mal, riecht das was nach irgendwie? Ich riech nix. Es riecht wie Zitronensaft. Wie heißt es? Du meinst das, was man an den Fisch immer macht, ja, oder wie? Dieses, was man, das Zitronensaftkonzentrat. Konzentrat, ja, das Konzentrat. Wo wir mal eine Challenge gemacht haben und dann ist halt Fladdy umgefallen. Und dieses Konzentrat ist ja sowieso ein bisschen künstlich, oder? So, das sieht gut aus. Immer die Berliner Luft dicken, die Berliner Luftschnapsgläschen. Nehmen Sie sich mal eins runter, die Dame. Trinken Sie sich gleich mal eins rein. Prost. Prost. Und dann gucken wir mal, wie es schmeckt. Ja, meins, schon weg, ne? Ja, ich brauche immer dreimal Anlauf. Dann trinken sie erstmal fertig. Aber wenn ich jetzt schon verrate, also man merkt wirklich extrem die Zitrone. Ja. Wirklich wie das Zitronensaft. Wie das Konzentrat. Konzentrat. Wie das Zitronensaft. Was man zum Backen oder zum Kochen nimmt, genau. Und sich dann halt genau auf den Kuchen oder auf den Fisch oben drauf macht. Trotzdem finde ich es sehr erfrischend. Und es schmeckt einfach natürlich. Ja. Neben der ganzen Zitronenlimonade, die immer schmeckt wie sonst was, finde ich, ist das wirklich eine Premium-Limonade, muss ich sagen, gefällt mir sehr gut. Wer es halt ein bisschen saurer mag, ne, ist ja sauer, oder? Sauer, Zitrone ist sauer, genau. Bitter ist wieder was anderes. Wer es ein bisschen säuerlicher mag, der ist ja an der richtigen Stelle. Nur das kann man halt trinken und das Konzentrat kannst du ja wahrscheinlich gar nicht trinken, weil es so sauer ist, dass man das alles nicht, trinken auf der ganzen nicht, Welt. Dass das ganz eklig schmeckt. Deswegen nimmt man das nur für Challenges. Jetzt haben wir Kölsches Wasser, Orange. Das ist ja natürlich der Gegenspieler. Zitrone, Orange, die kommen ja immer zu zweit. Orange, Premium, Limonade mit Orangengeschmack. Natürlich gesüßt mit Agavendicksaft. Habt ihr wieder dieses schöne Etikett da drauf. Dann machen wir wieder hier auf. Orange. Kommt ein kleiner Geist rausgeflogen. Ich schenke wieder ein. Da braucht man ja auch nicht schütteln, sonst fliegt nämlich die ganze Kohlensäure durch die Gegend. Orange mag ich ja meistens lieber wie Zitrone. Denke ich auch immer, dass das halt besser bekömmlich ist und nicht so brutal. Kann natürlich auch
jetzt anders sein, weil das ja sehr natürlich ist. Kann auch sein, dass das jetzt übelst bitter und säuerlich ist. Da das ja keine Chemie-Orange ist, sondern natürliche. So, wie schmeckt's? Deins ist mit Schuss, hä? Ja, es schmeckt eigentlich gut. Also es eigentlich. Es ist nicht so säuerlich wie bei der Zitrone. Säuerlich. Es ist halt besser. Besser. Ich finde, im Abgang hat es ein bisschen fad geschmeckt. So ein bisschen so... Ja, das andere ging halt, wenn du es trinkst, hoch, so richtig, hat richtig so gestochen. Ich bin ja eigentlich sowieso das war ja so ein bisschen, als würde die Orange gerade auf den Boden der Tatsachen zurückkommen. Ist gut, aber ja, ist gut, kann man trinken. Ich fand sogar diesmal Zitrone aber irgendwie interessanter und erfrischender und ja, prickelnder. Stimmt. Und das hat halt so ein, ja, es ist halt so... Es geht halt runter, ne? Sag mal. Es geht runter. Erwähnen, dass es kalt ist. Nee. Kölsches Wasser. Pink. Kennt ihr die Pink-Frucht? Jetzt neu. Premium-Limonade mit Grapefruit-Geschmack. Natürlich gesüßt. Mit Agavendicksaft. Hauen wir mal das nächste Ding raus. Grapefruit. Die schmeckt ja noch bitterer. Das genau. Das andere war sauer. Und das ist jetzt bitter. Jetzt haben wir es. Und da war Orange nämlich matt. Und dann bleibt fürs Grüne noch... Süß, genau. Ja. Guck doch mal, wie schön das aussieht hier. Ja, ist schön. Können Sie sich gleich wieder einen Bottich nehmen. So, einmal Prost. Aber Grapefruit. Und dann weg den Lümmel. Naja. Was? Feedback. Ist für mich bis jetzt an dritter Stelle. Hä? Ja, das schmeckt mir nicht so. Das schmeckt nicht so, sagt sie. Nee, so. Ich fand das besser als Orange. Denn im Gegensatz zu Orange, was so auf den Boden gegangen ist und so dumpf einfach am Ende war, ist das irgendwie ein bisschen fruchtig geblieben, erfrischend geblieben. Und diese extrem bittere Note, die ich erwartet habe, war gar nicht da. Also ich finde, ich habe schon deutlich schlimmere Grapefruit gehabt, ja, die du wirklich gar nicht trinken konntest. Das hat eher ein bisschen mit Frucht und Frische überzeugt, die Farbe auch interessant, aber nicht so säuerlich wie Zitrone. Ich glaube, Pink ist bis jetzt sogar meine Lieblingssorte. So. Ist aber schön, da kann ich ja den Rest alleine trinken, weil du das ja dann gar nicht brauchst und musst und willst. Ich sehe schon, der Akku ist gleich leer. Jetzt kommt meine Lieblingssorte. Was ist es denn? Na, grün. Was ist grün? Kann nur Waldmeister sein. Ja, Kölsches Wasser, grün. Premium Brause. Das ist aber interessant. Wieso? Na, weil auf jedem drauf steht Premium Limonade. Ach so, und hier steht Brause. Hier steht plötzlich Premium Brause. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Limonade und Brause? Da liegt Kohlensäure drin. Kohlensäure. Ja, ist ja bei Limonade auch gewesen. Deswegen Premium Brause mit Waldmeister Geschmack, natürlich gesüßt mit Agavendicksaft. Vielleicht ist es auch der Kohlensäureanteil, der aus einer Limonade eine Brause macht. Je mehr Kohlensäure drin ist, wird es dann eine Brause. Mit weniger ist es nur eine Limonade, weil... Die Farbe ist super. Das passt perfekt zum Berliner Luftgläschen, ja, dass sie jetzt so pink sind, grün. Dann nehmen Sie sich noch mal eins ab. Oh, das sieht cool aus. Das ist aber... Das ist so... Prost. Und nochmal nein. Du meinst, das ist jetzt Zuckerwasser, oder wie? Auf Feedback, als sie sich so gefreut haben. Naja, wie Waldmeister halt, ne? So habe ich es mir vorgestellt. Also besser als Grapefruit. Ist okay, ja. Es ist nicht zu sauer, ist nicht zu süß. Wir dachten ja, das ist jetzt... Bitter. Es ist wie halt Waldmeister schmeckt. Es kombiniert alle guten Eigenschaften und lässt die schlechten außen vor. Ich muss mich jetzt wirklich beeilen wegen dem Akku, deswegen schütten wir das jetzt mal zusammen. Ich kann nur sagen, ich dachte, das ist deutlich süßer, ja, wird total klebrig und aber es war auch angenehm zu trinken und dass es halt natürlich gesüßt ist mit dem Agavendicksaft, ist das vielleicht eben das, was es auch ausmacht.
Haben wir mal hier Zitrone und Orange, fix in das auf die dicken Bierglas. Das muss ja ungefähr eigentlich die Hälfte sein. Das ist Schaum. Frau Hess, das ist der Schaum. Schauen Sie doch mal, wie das aussieht. Ja, sieht aus wie, ja, wie Mann. Weißbier. Wie bei Matty, wie sieht aus wie Mann, genau. Ich glaube, dass man das besser einschenken kann, nimmt man das Glas jetzt doch ein bisschen schräg. Macht nochmal so. So, hat jetzt hier so und kommt jetzt noch mit dem Grün hinterher. Oh, ja. Und jetzt sieht es gut aus, weil unten hat es noch einen kleinen gelben Touch. Der kommt hier gar nicht so zur Geltung. Und oben wird es dann schön grün. Aber irgendwie sieht es hellgrün. Das sieht wunderbar aus. Der Tisch sieht so aus, kann man nochmal zeigen. Guckt, perfekt eingeteilt. Es ist überall noch was drin. Hier ist am wenigsten drin in der Zitrone. Hier ist am meisten drin. Und auch Waldmeister fand ich richtig gut. Ich glaube wirklich, dass ich Orange am schlechtesten fand. Was nicht heißt, dass es gar nicht geschmeckt hat. Aber die anderen mich mehr überzeugt haben. Und generell, finde ich, kann man alle trinken. Würde ich auch wieder trinken. Kein Problem. Wenn es noch mehr Sorten gibt, wäre ich auch bereit. Würde jetzt sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Euer Mutter, oder willst du es trinken auf Ex? Nein, gut. Das schaffe ich nicht. Euer Muttertier, ne? Ja, Dankeschön an Genaya nochmal für das kölsche Wasser. War wirklich super. Premium, Limonade, Brause. Was ist der Unterschied? Ja. Schreibt's rein, sonst müssen wir googeln. Ich habe es noch nie gesehen, sowas. Also, dass das so direkt kölsches Wasser draufsteht, sowas. So, peace out, Vorhaut, euer Ramses.